Hi, ich bin Anja, Content Marketing Managerin bei Styler. Und ich treffe heute auf der Fashion Week, auf der Fashion Tech, auf der wir uns gerade befinden, Julia von Engelhorn. Engelhorn ist ein Traditionsunternehmen, das seit über 120 Jahren erfolgreich im Fashion- und Sports-Einzelhandel agiert, sitzen in Mannheim und sind mehr als prädestiniert dazu, heute mit uns über die Zukunft des Einzelhandels, vor allen Dingen über die Zukunft des E-Commerce zu sprechen. Denn bemerkenswerterweise hat einer der Engelhorn-Gründer schon lange vor Content Marketing und der Digitalisierung oder dem Machtwechsel zwischen Kunden und Handel davon gesprochen, dass der Einzelhandel im Wesentlichen auf drei Säulen basiert ist. Und das ist, dass das Preis-Qualitäts-Verhältnis attraktiv, die Bedienung exzellent und die Werbung außergewöhnlich sein muss. Engelhorn steht seit eh und je für einen besonders visionären Blick auf die Phänomene im Einzelhandel. Deshalb freuen wir uns heute ganz besonders darauf, einen exklusiven Blick auf deren Erfolgsgeschichte werfen zu können. Okay, lasst uns anfangen. Wir freuen uns. Hi Julia. Hi Anja. Schön, dich zu treffen. Ich habe mich echt darauf gefreut. Auf der Fashion Tag heute, das ist ja quasi eure Veranstaltung, wenn man so will, als visionäres Unternehmen, das eigentlich ja im stationären Handel traditionell aus dem stationären Handel kommt, aber immer auch einen visionären Blick hat für die Bewegungen in der Zukunft. Deswegen freuen wir uns umso mehr, euch heute hier zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, erzähl uns doch ein bisschen was über Engelhorns Philosophie, was ihr macht, was eure Mission ist und so weiter. Also Engelhorn lebt schon sehr, sehr lange, sehr viel länger als das Internet, schon seit über 125 Jahren. Wahnsinn. Das heißt, wir sind wirklich ein Traditionshaus, wir kommen aus Mannheim. Und wir haben 1890 gestartet mit Engelhorn und Stur, mit Maßkonfektionen für Knaben und Männer. Und das Ganze hat sich dann gewandelt über die Jahre, Jahrzehnte hinweg und ist ja zu sehr großen Platz hier quasi angewachsen. Wir haben mittlerweile 8 Häuser in Mannheim. Wahnsinn, super. Und ja, es ist aufgeteilt in Sport und Fashion. Wir sind Experte in allen Sportarten, die so vertreten sind und natürlich auch in Fashion. Und alles, was das Netz bewirkt. Und mittlerweile seit 2006 sind wir auch online. Das heißt, wir haben einen Online-Shop, der auch alles aus Fashion und Sport bietet, was wir auch in Mannheim auf 35.000 Quadratmetern haben, bieten wir jetzt eben online auf einer digitalen Plattform an. Und sag mal, das stelle ich mir relativ schwierig vor, da ihr ja eigentlich, wie gesagt, lokal seid. Das bedeutet, ihr habt sehr engen Kontakt zu euren Kunden, ihr kennt die sehr gut. Durch den Einstieg in die digitale Welt, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, genau die gleiche Wärme zu transportieren. Wie habt ihr das hinbekommen? Also wir sind da stetig dran. Es ist nicht so, dass wir das hinbekommen haben und das Ding steht, sondern wir versuchen immer im Kontakt mit dem Kunden zu sein, indem wir ganz viele Plattformen nutzen. Also zum einen haben wir natürlich den großen Vorteil, stationär haben wir unsere Mitarbeiter, die wirklich den echten Kontakt zum Menschen haben und wissen, wer ist unser Kunde und was möchte der Kunde, welche Fragen stellt er. Und genau diese Fragen versuchen wir online auch zu beantworten, weil wir dort dieselben Kunden haben, die eben nur nicht den wirklichen Kontakt mit uns haben können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ski suche oder einen Skischuh, wen frage ich denn da? Wie kriege ich denn die richtige Skischuhgröße? Wie mache ich das? Und da holen wir dann unsere Experten aus den Häusern, die Menschen im echten Leben beraten und stellen die zum Beispiel vor die Kamera oder lassen die einen Blogartikel schreiben. Und wir nehmen so quasi die Kunden mit an die Hand und erklären ihnen, wie sie in dem Fall jetzt die perfekte Skischuhgröße sind. Und wie ist das dann umgesetzt? Also wie ist eure Online-Abteilung aufgebaut? Wie stark ist das? Wie viele Leute arbeiten dort? Welche Abteilungen sind involviert, um euren Online-Shop und ja auch den Content dann irgendwie zu bewerkstelligen? Content ist ein gutes Stichwort. Ja. Wir sind ein sehr contentstarkes Team. Wir sind mittlerweile, ich glaube, über 35 Mädels und Jungs. Wir sind sehr stark weiblich geprägt. Vielleicht kommt das vom Text, ich weiß es nicht. Kann gut sein, ja. Maybe. Ja. Und wir haben ein sehr großes Content-Team, die eben klar die Produkte betexten, die Styling-Texte dazu schreiben, die sich in den Sportarten auskennen und die Produkte betexten können. Das ist der eine Part. Dann haben wir natürlich ein Fotostudio, in dem geshootet wird. Dann klar eine IT und Online-Merchandising, die Produkte schön darstellen, das Frontend klar machen. Und dann gibt es eben auch den Social Media und Online-Marketing-Part mit Affiliate-Marketing, mit Newsletter, E-Mail-Marketing und die üblichen Social Media-Channels. Und habt ihr so ein Silo-Verhältnis, dass die Abteilungen untereinander gar nicht so sehr miteinander sprechen? Oder ist es so, dass ihr den E-Commerce-Bereich und zum Beispiel jetzt im Content, dass sie sich untereinander auch austauschen, um das Ganze halt noch wertvoller für den Kunden zu machen?
Also wir tauschen uns extrem aus. Ja. Wir haben ganz viele Meetings, in denen wir uns ja, austauschen. Wir haben aber auch Redaktionspläne, die miteinander verknüpft sind. Quasi. Perfekt, super. Genau, also wir wissen immer genau, wann was passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel das Content-Team Produkte reinbekommt und das sind jetzt, keine Ahnung, Handtaschen mit Bastbesatz oder was auch immer und die merken, da kommt gerade ganz schön viel rein und geben uns da Bescheid und wir planen dann ein, okay, jetzt kommt da was. Genauso natürlich der Einkauf. Also nicht erst die Content-Leute machen uns aufmerksam darauf, sondern natürlich sind wir im Austausch mit dem Einkauf, der jetzt nicht direkt ans E-Commerce angedockt ist, ganz klar, weil wir haben unsere Häuser, da sind ja jetzt die Einkäufer. Aber so wie ich jetzt hier mit bin auf der Fashion Week, kriege ich mit, was die Einkäufer machen, was die einkaufen werden, welche Richtung das geht. Und dementsprechend können wir dann planen und sind da ganz eng im Austausch mit Einkauf, mit Marketing natürlich, mit Content. Finde ich großartig. Das ist das, wo viele noch dran scheitern, dass es beim Content-Marketing oder bei der gesamten wertstiftenden Aktion im Internet ganz oft noch so in Silo gedacht wird, was den Abteilungen angeht. Und dann hat man oft das Problem, dass das nicht mehr authentisch und echt wirkt, weil man eigentlich so aneinander vorbeiredet und der eine mehr auf Sales aus ist, der andere aber eher auf die wertstiftende Komponente und eigentlich gegeneinander arbeiten. Also von daher finde ich es super. Das bedeutet, ihr habt auch eine Content-Marketing-Strategie? Jein, also wir sind da immer wieder dran, das ein bisschen umzuschiften. Also es kommt auch auf den Channel an. Mhm. Also ganz stark haben wir angefangen, vor 4-5 Jahren eben das extern zu platzieren. Das heißt auf Facebook, auf Pinterest, auf Blogs, die extern waren. Und jetzt mittlerweile fangen wir an, das stärker auch in den Shop reinzuziehen. Und das machen wir eben unter anderem auch mit euch und ziehen eben diesen Content, den wir produzieren, was super viel ist. Also wir bloggen eigentlich die ganze Zeit. Ziehen wir jetzt direkt auf die Encore.de und das Ganze verschmelzt eben noch mehr mit unserem Produkt. Perfekt, also genau so soll es ja auch eigentlich sein. So sieht es ja aus, dass der Trend absolut im Onlinehandel dahin geht, dass diese Trennung zwischen Shop und Blog nicht mehr stattfindet. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Ihr habt euch irgendwann dazu entschlossen, mit Styler zusammenzuarbeiten. Was war denn da der ausschlaggebende Punkt? Also wir haben unsere Blogs mit WordPress gestartet. Ich liebe WordPress nach wie vor, es ist ein tolles Tool, man kann damit schöne Sachen machen. Es hat uns allerdings ein bisschen vor die Herausforderung gestellt, wie wir manche Themen, die sehr produktspezifisch sind, aber eben auch ja, optisch über das Produkt kommen, zum Beispiel in der Mode. Ich muss nicht viel über eine Handtasche schreiben, ich sehe die und dann weiß ich, ich möchte sie haben. Ja. Und das war recht schwierig teilweise darzustellen, weil klar, ein WordPress-Blog, wie wir zumindest aufgebaut haben, mit Magazincharakter, ist sehr stark textgeprägt. Dann hat man einen festen Slider, der irgendwie durch muss und bestimmte Bildgrößen. Dann kriegen wir natürlich von Herstellern Image-Material. Das kann man nicht immer genauso zuschneiden, weil da irgendwelche CI-Richtlinien dagegen sprechen. Und dementsprechend haben wir dann was gesucht, was uns ja nicht so stark einschränkt und was auch mehr Variation ermöglicht und eben nicht nur Text bedeutet, sondern auch wirklich bildstark und bildkräftig ja, die ganze Sache aufmischt. Habt ihr denn nach der Integration von Styler bemerkt, dass das tatsächlich auch eure Leistungsgrenzen, eure KPIs, die ihr sicherlich habt. Habt ihr KPIs? Welche habt ihr denn? Also wir gucken uns natürlich zum einen Traffic an, ganz klar, die Verweildauer, natürlich die Click-Through-Rate. Mhm. Also wenn es um Produkte geht, ja, wir haben auch logisch, Artikel, da geht es nicht um Produkte. Aber wenn es um Produkte geht, schauen wir uns natürlich an, okay, wurde das geklickt? Und natürlich auch den Umsatz. Also und habt ihr da Entwicklungen beobachten können, nachdem ihr Styler... Ja, konnten wir tatsächlich. Also hast du Lust, das mit uns zu teilen? Das interessiert uns natürlich wahnsinnig. Der Umsatz steht da eigentlich, für uns ist nicht im Vordergrund, aber der hat sich tatsächlich entwickelt. Also für uns steht im Vordergrund, dass wir unseren Kunden Inspiration geben wollen, Unterhaltung. Diesen Service-Beratungscharakter, den wir eben nicht haben, wie wir in den Häusern haben. Klar. So, und wenn dabei Umsatz rumkommt, ist es aber auch nicht schlecht. Wenn dabei Umsatz rumkommt, ist es natürlich immer sehr schwierig, das auch zu messen. Mhm. Weil klar, wenn ich einmal einsteige über eine Beratung und ob ich dann sofort kaufe oder erst ein paar Wochen später, dann sind ein paar andere Kanäle mit dran beteiligt. Aber es ist extrem gewachsen tatsächlich. Das haben wir gesehen. Es hat sich fast, ich glaube, mittlerweile fast vervierfacht. Wahnsinn.
Das macht uns natürlich sehr, sehr stolz. Und auch, also das ist wirklich eine schöne Entwicklung. Und ja, da freuen wir uns sehr drüber, dass sich das so entwickelt hat, was total spielerisch eigentlich passiert. Und ja, wir jetzt gar nicht so stark darauf aus waren, jetzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier voll auf Sales und wir pushen die Produkte. Also wir machen dasselbe wieder vor, nur eben mit einer anderen Technologie. Das bedeutet natürlich, der Umsatz liegt jetzt nicht nur an der Styler-Technologie, sondern auch an eurem sehr, sehr guten Content. Das hoffe ich doch. Ja, ich gehe davon aus. Stoßt ihr da auch manchmal an Grenzen bei der Content-Erstellung? Also seht ihr euch mit Herausforderungen konfrontiert, wirklich so guten Content die ganze Zeit produzieren zu können? Klar, also das ist eigentlich so ein Manpower-Thema. Man braucht Experten. Also gerade im Sportbereich, das ist eine sehr große Herausforderung. Fashion ist nochmal ein bisschen anders. Das ist auch eine Herausforderung, darüber schreiben zu können. Aber wir haben so viele Sportarten. Wir haben Bike, wir haben Wintersport. Das heißt, es ist allein schon Eisklettern, wir haben Ski Alpin, wir haben Freeride, wir haben Snowboard, wir haben Speedboard, es gibt alles. Und darüber informiert ihr die tiefgreifend. Genau. Ja. Es gibt Yoga, Fitness, Running, alles. Mhm. Und darüber muss man Bescheid wissen. Also ich kann nicht einen Artikel schreiben und Tipps geben, wie ich jetzt irgendwie Skitouren am tollsten erleben kann und was ich mitnehmen sollte, Sicherheitsgeschichten, wenn ich keine Ahnung davon habe. Und das ist eine große Herausforderung. Das heißt, Authentizität ist sehr, sehr wichtig. Genau. Das ist aber super interessant. Das sind tatsächlich die Mitarbeiter, die im Haus stehen und am Kunden verkaufen, die dann noch euren Content produzieren? Genau. Das ist ja perfekt. Ja, das ist also genauso, wie es eigentlich sein müsste. Ideale Umstände. Wir haben ein Powerhouse. Also das ist ja das richtig gut. An dem stationären Handel. Wir haben die Menschen in der Abteilung. Wenn jemand in der Running-Abteilung arbeitet, dann läuft der auch. Dann weiß der, wie das ist, einen Halbmarathon zu laufen. Und dementsprechend kann der dann auch darüber schreiben, kann einen Schuh testen, kann beschreiben, was ist der Unterschied zwischen Pronation und einem neutralen Laufen. Welchen Schuh nimmst du dann? All diese Geschichten. Finde ich richtig großartig. Das vermisse ich ganz oft, wenn man Online-Content sieht, dass es sehr oft doch so wirkt, dass er konstruiert ist. Also dass man irgendwie auf Teufel komm raus zum Beispiel jetzt Tipps zum Running geben möchte. Aber man merkt, es ist im Grunde auch nur zusammengesammeltes Wissen von anderen, aber nicht selbst erfahren. Weil nur was man selbst erfährt, kann man wirklich gut rüberbringen. Kommen wir doch nochmal zu Styler. Wie gestaltet sich denn die Arbeit, die tägliche Arbeit? Gibt es bestimmte Pros und Cons? Beides. Natürlich. Also wie ich vorher schon angesprochen hatte, wir haben wirklich manche Geschichten, die wir in WordPress als Herausforderung empfunden haben, konnten wir abstellen. Also zum Beispiel Bildmaße. Ich liebe es, wenn wir jetzt von einem Hersteller, wenn uns jetzt irgendwie Nike was zuschickt, dann muss ich das nicht nochmal in einer ganz bestimmten Größe anfragen und Logo hier und wenn das da falsch sitzt, kann man das nicht mehr lesen bei Text drüber. Das ist jetzt kein Problem, wir haben alle Bildmaße, sind möglich und so können wir eigentlich jeden Content relativ schnell auch mal einbinden und brauchen da nicht extra Würste. Und das erspart uns auf jeden Fall Zeit. Dann ist es natürlich super, dass wir GIFs einbinden können, dass wir Embedding-Links reinsetzen können, Instagram reinsetzen. Also eigentlich von überall da, wo wir Content extern noch kreieren oder unsere User auch Content kreieren, können wir wieder zurückziehen zu unserem Shop. Das ist genial. Und gibt es auch, das interessiert uns natürlich auch, wir wollen uns ja weiterentwickeln, gib uns doch einen Einblick darin, was wir noch verbessern können. Es gibt so Kleinigkeiten, die manchmal schwierig sind. Also zum Beispiel, wenn wir was schreiben, ist es oft so, dass plötzlich nach dem Veröffentlichen Absätze drin sind. Und man hat dann plötzlich so einen Absatz drin. Und wir fragen uns, woher kommt das denn? Dann musst du wieder den Artikel rein, das rausnehmen. Und das kann tatsächlich 2-3 Mal passieren. Mhm. Und dann passiert es wieder 4-5 Mal nicht. Mhm. Das ist so ein kleiner Bug, der manchmal echt nervig ist. Developer, hör zu. hast du denn noch vielleicht einen Geheimtipp für andere Online-Händler, die genauso gut Content-Marketing machen wollen wie ihr? Ich würde sagen, auf gar keinen Fall an den Experten sparen. Weil gutes Content-Marketing, finde ich, hat eigentlich damit zu tun, dass man das, was man tut, worüber man schreibt, dass man das liebt. Das ist so ein bisschen eine Lehrerfunktion. Also der Lehrer, der ja vor der Klasse steht und vermittelt auch Wissen. Und das kann er super dröge vermitteln und dann sitzen alle da und schnarchen und hassen diesen Lehrer. Oder das ist ein richtig cooler, weil er seinen Job liebt, weil er das Fach versteht, weil er Fragen stellt, weil er auf die Schüler eingeht, weil er ja mit denen spricht und ihnen genau das zurückgibt auf ihrer Ebene. Und genau das muss man eigentlich im Content-Marketing genauso machen. Wir schauen uns an, okay, was wollen unsere Kunden, wir fragen die, wir sind im Austausch mit denen und geben das dann eben zurück auf eine, wie wir hoffen, spannende Art und auch authentisch, eben durch unsere Experten.
Würdest du auch sagen, dass die eine Eigenschaft von Styler, die uns sehr besonders macht, sozusagen, ist, dass wir Produkte und Content zusammenbringen? Würdest du sagen, dass das tatsächlich etwas ist, worauf sich mehr Online-Händler konzentrieren sollten? Also genau diese Trennung nicht mehr zu haben zwischen Content und Produkt, E-Commerce und zusätzlichen Tipps? Also würde ich auf jeden Fall sagen, weil also mir geht es oft so, dass ich auf irgendwelchen Blogs unterwegs bin und dann möchte ich dieses Produkt haben und dann klicke ich drauf und dann öffnet sich nur ein Bild, aber nicht... Dann muss man suchen und das frustriert und meistens gibt man es irgendwann auf. Und dann finde ich auch das bei einem anderen Hersteller, bei einem anderen Händler. Ja. Und wenn wir das Produkt haben und das schön darstellen können, wieso machen wir es dann nicht? Ja. Also das ist das Offensichtliche, klar. Also das muss miteinander verbunden werden. Ja, sehe ich genauso. Okay, gut. Ich glaube, wir sind am Ende. Ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das lief echt super. Kann ich schon zurückgeben. Das ist schön, es freut mich. Okay, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Wir werden sofort auf euch zurückkommen und antworten. Das war Julia von Engelhorn. Ich bin Anja von Styler. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.